Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es endlich mal wieder ein neues Format, Leute. In diesem Format geht es darum, dass ich andere Leute herausfordere, irgendwas besser zu machen, irgendwas schneller zu machen, irgendwas mehr zu machen halt. Und das hier ist die erste Folge. Heute geht es nämlich mal darum, wer kann mehr Fotos in 5 Stunden schießen. Und was genau die Regeln sind und worum es genau geht, das erfahrt ihr sofort jetzt. Ich glaube, sowohl Fotografen als auch Videografen haben immer das Problem, dass sie auf gute Ergebnisse kommen müssen, aber trotzdem ganz wenig Zeit eigentlich nur haben. Und man muss irgendwie auf beides achten, auf Qualität und auch auf Quantität. Und Moritz und ich haben uns in diesem Video mal die Aufgabe gestellt, okay, wie viele gute Fotos kriegt man eigentlich in 5 Stunden hin? Ja, wie der Joshua gerade eben schon gesagt hat, hatten wir 5 Stunden Zeit, im ganzen VHS-Gebiet rumzufahren. Und in jede Stadt, in die wir gekommen sind, mussten wir genau 2 Fotos machen, die den gleichen Anfangsbuchstaben hatten wie die Stadt. Also die Objekte, die auf dem Bild zu sehen waren oder die wir fotografiert haben, mussten den gleichen Anfangsbuchstaben haben wie die Stadt. Ich mache mal ein Beispiel. Also wir fahren nach Bonn und dann müssen wir zum Beispiel eine Banane fotografieren oder einen Bus. Sowas müssten wir halt machen. Wir sind jetzt hier vom Kölner Dom und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. 5 Stunden haben wir Zeit. Ja. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go. Läuft. Dann würde ich sagen, ciao, ne? Ja, ciao, man sieht sie. So, der Timer läuft jetzt. Ich habe schon eine kleine Strategie. Ich muss sie nochmal überdenken, aber ich glaube, die ist ganz gut. Mein erster Plan war so Bonn, Troisdorf, Siegburg, alles einmal abzuklappern und da mal ein paar Fotos zu machen. Hinter mir sieht man jetzt den Dürener Bahnhof. Ich bin gerade ungefähr 2 Minuten vom Bahnhof weg und direkt haben wir hier schon einen Stein und es ist ein Driftblock. Ich würde jetzt mal das Objektiv wechseln und dann mache ich mal mein erstes Foto. Somit habe ich jetzt das erste Objekt und Foto. Okay, ich habe jetzt sehr, sehr spontan mein zweites Bildobjekt gefunden. Hier gibt es nämlich Dornen und Dornen sind auch mit D wie Düren, von daher passt das. Ich würde sagen, ich mache jetzt das zweite Foto. Ich glaube, das könnte auch ganz geil aussehen. Der Fokus sollte nur auf den Dornen sein und deshalb habe ich eine sehr geringe Blendenzahl benutzt. Dann entsteht dieser Effekt, dass halt ein Objekt sehr scharf ist. In diesem Fall sind das die Dornen und der Rest ist halt sehr unscharf. Leute, machen wir mal die ersten Bilder für die Challenge. Ich bin nämlich jetzt in Bergisch Gladbach. Bergisch Gladbach fängt ja mit B an. Deswegen haben wir einmal einen Bus, also einen Bus. Den fotografieren wir gleich. Und die Bärenapotheke war da hinten irgendwo. Die fotografieren wir dann auch. Ich war mir dann relativ sicher, in welche Stadt ich als nächstes fahren sollte. Das war nämlich Märzenich. Das ist direkt neben Düren, also eine Station in Richtung Köln. Und ich muss sagen, das war definitiv ein Fehler. Ich kannte Märzenich gar nichts, mir hat das gar nichts gesagt. Um ehrlich zu sein, kannte ich nur die Bäckerei. Es gibt hier einfach nichts. Es gibt hier einen Parkplatz, es gibt hier ein Riesenfeld und sonst nichts. Ich könnte natürlich einfach einen Mülleimer fotografieren, weil das halt auch mit M ist. Ich meine, okay, man kann das wirklich machen. Ich bin halt der Meinung, dass man irgendwie fast jedes Objekt irgendwie gut in Szene setzen kann. Ich glaube, ihr könnt das jetzt nicht ganz sehen, aber da hinten gibt es noch ein Graffiti, das kann ich halt noch fotografieren. Das zählt ja so unter Malerei und so. Bei Troisdorf ist ja der Anfangsbuchstabe T und da eine Tür ja auch mit T anfängt, habe ich gedacht, okay, eine Tür ist eigentlich ganz schick, das sieht man jeden Tag. Vor allen Dingen war das jetzt keine hässliche Tür, wie man sehen kann. Und dann bin ich ein bisschen weitergegangen in die Troisdorfer Innenstadt und habe da mal geguckt, was es sonst noch so mit Tee gibt. Und ich habe am Anfang wirklich gedacht, dass ich einfach mir eine Packung Tee kaufe und einen Teebeutel fotografiere. Aber das dauert jetzt auch schon wieder länger. Habe mich umgedreht und sah einen Eingang zu einer Tiefgarage.
Um euch mal auf dem aktuellen Stand zu halten, ich bin jetzt gerade hier in Frechen. Ich habe gerade schon ein Foto gemacht, nämlich von Autos, also von Fahrzeugen wegen Frechen. Und ja, das seht ihr einfach jetzt mal hier. Ich habe dafür halt eine relativ lange Belichtungszeit gewählt, sodass die Autos verschwimmen. Das war halt auch mein Ziel. Und ja, jetzt muss ich noch das zweite Foto machen und dann geht es auch schon weiter direkt in die nächste Stadt. Mein zweites Bild in Frechen war dann eine Fahrkarte. Ich hatte allerdings keine Fahrkarte direkt aus Frechen, weil ich habe ja das VRS-Ticket. Ich lese es jetzt einmal ab. Ich musste mir ein Einzelticket für Kinder holen, für 1,30 Euro nur für dieses Foto. Und dann habe ich die Fahrkarte einfach auf den Boden gelegt und habe dann mein Foto geschossen. Somit war dann auch schon mein zweites Foto für Frechen fertig. Jetzt haben wir auch in Siegburg oder Schrägstrich St. Augustin Bilder gemacht. Eben habe ich tatsächlich auch Qualität gesetzt, aber jetzt geht es wirklich um Quantität. Ich habe ungefähr noch eine Stunde Zeit. Hier ist ein Parkplatz, den werde ich halt fotografieren wegen Pulheim P. Und da ist halt direkt die Post. Ich werde beide Sachen jetzt mal schnell fotografieren, damit ich dann noch wiederum nach Köln von hier fahren kann und da auch noch mal zwei Fotos hinkriege. Und noch ungefähr 5 Minuten. Ich muss noch ein paar Bilder machen. 2 Bilder mit K, Köln herum und keine Ahnung. In den letzten Minuten habe ich dann noch schnell 2 Fotos in Köln gemacht und eben hatte ich ja in Frechen schon das Beispiel bei den Autos, wo man eine sehr lange Belichtungszeit hatte. Hierbei habe ich mir gedacht, okay, ich möchte lieber eine Bewegung einfrieren, deswegen habe ich eine sehr kurze Belichtungszeit benutzt, nämlich hier bei diesem Kölsch. Ja, dazu gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich habe auch eine sehr, sehr weit geöffnete Blende benutzt. Ja, dann habe ich das Foto gemacht und dann noch wirklich in den letzten 5 Minuten das letzte Bild vom Kölner Dom. Puh, das war mega, mega eng. Ich habe jetzt noch genau 1 Minute 51, ich glaube, ihr könnt das nicht sehen. 1 Minute 51 habe ich noch, um auf komplett die andere Seite vom Hauptbahnhof zu kommen. Wir werden sehen, ob er es wirklich schafft. Ich tippe nein. Lol, genau auf die Sekunde. Ja, meiner Timer geht gerade auch. Okay, ich würde sagen, jeder sagt immer eine Stadt, wo er war. Okay. Also ich sag die erste Stadt, wo ich war, dann sagst du die erste Stadt, wo ich war. Also am Anfang war ich in Düren. Ich war in Bergisch Gladbach. Aha, also komplett die andere Richtung. Ja. Dann war ich in Merzenich. Ich war in Troisdorf. Dann war ich in Frechen. Dann war ich in Siegburg. Dann war ich in Pulheim. Ich war in St. Augustin. Und dann war ich in Köln. Ja, in Köln jetzt. Auch? Wir haben gleich viele, Alter.